Willkommen zurück zum ETS 2 im Singleplayer mit Gerd. Hallo. Aufträge holen. Genau. Ich war kurz in der Werkstatt, hab mein Volvo ein bisschen umlackiert. Also erstmal gucken, wo ich hier rauskomme. In einem schicken Rot-Bicolor. Ich war eben kurz nicht in der Werkstatt, habe nichts umlackiert. Hättest du vielleicht mal machen sollen. Weil damit kannst du auch Zeit überbrücken, ne? Ja, Weil die okay, kostet aber. ja auch ein bisschen Zeit, das Abschleppen und alles. Und wenn du dann keine Aufträge hast. So, ich fahre von Sibiu nach Nice. Ja gut, ich stand direkt auf dem Werkstattpunkt, also abschleppen. Okay, dann bringt das nicht viel. Nach Serbien liegt Nice. Mit einem Bulldozer, 70 Tonnen. Und dann gucken wir mal. Ja, ich darf Asphaltfräse fahren und die Auftragslänge ist unglaublich. Also Gerd kam aus dem Staunen, kam raus. Oh ja. Wir fahren einmal zum Hafen, setzen kurz über, fahren dort dann 3 Meter in Karlskrona und sind da. Es ist wow. Episch. Episch, jo. Glaube, ich fahre tatsächlich länger zum Auftrag hin mit 50 Minuten Fahrzeit, als ich den Auftrag selber fahren darf. Oh, das ist aber schon hart. Halt, Moment. Ich könnte aber noch was anderes ausrüsten. Fällt mir gerade so ein. Wenn ich schon als Schwerlast unterwegs bin, dann könnte ich auch Rundumleuchten gebrauchen. So, ansonsten hat sich modmäßig bei mir nichts geändert. Es sind doch erst 2 Tage oder 3 seit der letzten Aufnahme vergangen. Dann ersetzen wir durch. Bimbel du darunter. Tillingmännchen. Boah. So, was schleichen wir hier jetzt? Gibt's da irgendeinen Grund? Zu viel Verkehr bestimmt, ja? Nee, eigentlich freie Bahn. Eigentlich freie Bahn, okay. Aber Aber die beiden schleichen. haben es irgendwie drauf. Ach, und jetzt, wo es 70 sind, statt 80, gibt da Gas. Ja, irgendwie macht keinen Sinn. Rappel mal kurz über den Bürgersteig. So, einmal da Danzig rüber. Dann wollen wir mal Fracht laden. Fällt auch gerade ein, ich hätte auch auf dem anderen Profil noch eine Fracht aktiv gehabt. Ah, okay. Weil die hätte auch ewig gedauert. Die wäre bis relativ weit in den Norden Finnlands gegangen. Von Brüssel aus. Okay. Ja, wie gesagt, ich hätte ja auch hier, wer weiß, was annehmen können, aber dadurch, dass ich ja hier unten im Balkan bleiben möchte. Ja, es kann sowieso gut sein, dass wir zwischendurch mal kurz pausieren müssen. Ja, kein Problem. Bei mir ist das ja momentan ein bisschen doof. Ein bisschen Highlife. Da ist Leben in Ja. der Bude, hör mal. Ja, manchmal fände ich ein bisschen weniger echt nicht schlecht. So, mal gucken, ob das denn farblich passt. Ah, hätte ein Was hat er denn bisschen. für einen komischen Schlenker? Hätte ein bisschen heller sein können. Ella von Sinn. Ja, heller von Sinnen, genau. Das ist der Rotton. Das ist auch so ein Riesenauflieger. Apropos Auflieger, hattest du dir mal das Schwergewichtsding, dieses Heavy Big irgendwas da mal angeguckt? was? Ja, ich hatte dir doch noch einen Mod da, den Link geschickt zu den Ach so, Schwerlastdingern. nee, noch nicht. Ich habe es auch noch nicht installiert. Also die erkennst du daran, das sind fast immer alles rote Auflieger. Und Also heute leider kein Benjamin für uns. nee, heute mal kein Benjamin. Ah. Okay, der hatte doch was schneller gebremst, als ich gedacht habe. So, das haben wir, das haben wir, das. Und Umleuchten haben wir an. So, für den Fall, dass der gleich nicht losfährt, was die hin und wieder ganz gerne machen.
komme ich wenigstens dran vorbei. Aufwärtsgang wäre auch hilfreich. Ah, er fährt. Alles klar. Nur irgendwie im Schneckentempo. Hm. Ich habe versucht, jetzt meine Zugmaschine passend der Farbgebung der Auflieger anzupassen. Okay. Nee, ich habe einfach den Standardlack drauf. Also den ich halt auf dem LKW immer hatte. Glaube ich. Wenn das wieder anhältst. Ich könnte eigentlich auch mal einen anderen draufpacken, den ich schöner fand, den ich auch auf dem anderen Profil habe. Hm. Das mache ich mal eben kurz. Also was mir halt gefällt, ist, es sind überwiegend also richtig schwere Aufträge dabei. Also ich habe jetzt hier auch 70 Tonnen, mit denen ich durch die Gegend fahren darf. Okay. Die sind größtenteils alle so. Lenkachsauflieger. Hat das sehr gut umgesetzt. So, mir ist übrigens aufgefallen, man hört teilweise, wenn ich hier das Blinker-Ding drücke. Mhm. Und auch wenn ich schalte, das ist leider momentan nicht wirklich anders möglich. Nimmt OBS mit auf, ja. Aber ich werde dann mal gucken, dass ich das wieder ändere. Es kann auch gut sein, dass ich da am Audio-Interface während des Umzugs ein bisschen an Drehdingens gekommen bin und dass sich da was mal verstellt hat, aber schon ein bisschen rumprobiert, irgendwie kriege ich es hier nicht ganz weg. Aber ist jetzt, also geht halt mal nicht anders. Feinabstimmung kannst du eh erst machen, wenn du mit deinen Gerätschaften am endgültigen Punkt bist. Ja, richtig. Das ist ja jetzt ja nicht direkt eine Notdurft, aber. Zum einen wegen generell Raumklang, zum anderen wegen, ich werde da wahrscheinlich, oder irgendwer wird da wahrscheinlich sowieso nochmal drankommen. Ja, richtig. So, was ist jetzt? Ach so. Ich sollte vielleicht auch richtig T drücken, damit der auch richtig hier den Auflieger dran packt. Wunder mich, warum ich nicht losfahren kann. Hm. Ich habe ja auch nur relativ kurz, ich bin jetzt ein paar Meter schon unterwegs und habe jetzt noch 415 Kilometer vor mir. Aber wie gesagt, okay. Das liegt ja daran, dass ich hier unten im Balkan bleiben möchte. Mein Gott, kommt die hier angeheizt. Lässt mich wahrscheinlich nicht fahren. Ja, komm, jetzt. Ach. Ja. Hast du eigentlich auch irgendwas hier so fahrphysiktechnisch mit drin an Mods? Nee. Also nur die normale Standard. Eigentlich hat der ETS auch gar nicht unbedingt nötig. Weil da gibt es ja auch so viele Fahrphysik-Mods. Okay. Nee, hatte ich auch nie. Wo ich auch am Überlegen war, brauchst du es nicht. Ich finde eigentlich im ETS, die Umsetzung gefällt mir so, wie sie ist. Och, ich rolle. Guck in der Gegend rum hier. Roll dem Vordermann fast drauf. Ja, was mich am Anfang so ein bisschen gestört hat am ETS, ist, dass du am Anfang gefühlt keinen Unterschied hattest, ob du mit einer leeren Zugmaschine fährst oder ob du da hinten 80 Tonnen dran hast. Echt? Also gefühlt habe ich gleich beschleunigt. Kam mir zumindest so vor. Ja, das ist. Wobei, was heißt am Anfang? Also. Meine erste Spielstunde im ETS und so. Okay. Ja, ist auch schon eine Weile her, oder nicht? Ja. Nee. Entweder es kam mir nicht so vor, oder ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, die war rot.
Aber ich habe eine gute Ausrede, weil bis 44 Tonnen wieder ins Rollen gebracht werden, das dauert. Ja. Zumal ich mit dem Actros ja jetzt auch nicht den stärksten habe. War auch okay mit 625 PS, aber könnte mehr sein. Mehr PS sind nie verkehrt. Nee, das stimmt wohl. Wobei ich kenne das, wenn ich dann mehr PS drin habe, dann darf ich irgendwie so eine Tonne Topfpflanzen fahren oder so. Mhm. Hatten wir auch schon, ja. Der Multiplayer war das mal, ne? Ich genau. Mit dem großen Scania, mit dem größten Motor. Ja. Und dann so eine Topfpflanzen. Ja. Kannst auch quasi leer fahren. Ja. So. Wobei halt wie gesagt, bei uns in der Warenannahme, hatte ich ja bei der letzten Aufnahme auch erzählt, mit dem Scania 410, 440 PS, also die haben auch nur eine mittlere Ausbaustufe. Ja. Die haben ja auch noch jede Menge Luft nach oben. Ja, ich glaube generell so die 730er Dinger werden doch allerhöchstens für Schwerlast LKW gekauft, oder nicht? Das denke ich mir auch. Ich denke mal, da ist der Mehrpreis steht gegen den Nutzen. Wahrscheinlich, ja. Ja, weil ich denke mal, also ich sehe es ja anhand unserer Rechnungen. Da steht dann das Gesamtgewicht drauf. Und so ein kompletter Zug mit aus 33 Paletten auf dem Sattel, mit Konserven und so weiter, der hat so um die 20 Tonnen. Was jetzt auch nicht unbedingt so viel ist. Komplett, also Zugmaschine und... Nein, nur die Fracht. Ah, nur die Fracht. Okay. Die können ja bis zu 40 Tonnen können die ja zuladen. Ja, ja. So, und... Ach so, weil du komplett gesagt hast... Ja, nein, okay. Also die Ladung selber hat ein Komplettgewicht von 20 Tonnen. Okay, ist aber auch schon ordentlich. Ja, Konserven halt, ne? Also ich habe auch schon mal das, wenn die mit dem Kleinkram und so weiter kommen, dann haben wir auch nur 10 Tonnen oder so da drauf. Ich denke mal, dann werden auch die 440 PS reichen. Ich meine, die haben jetzt keine riesen Distanz, die zurücklegen müssen. Ne? Von Meckenheim bei Bonn bis hier bei Köln. Das ist jetzt A, keine Distanz und da hast du auch keine großen Steigungen und nichts mit drin. Ja, okay, dann geht's natürlich. Hast du mal hier und da... Das wird's dann halt nur bei den großen Steigungen. Ja. Ja, und die hast du hier in der Region eigentlich kaum. Ja. Die einzigen, die ein bisschen was haben, das sind die, die dann in die Eifel rein müssen. Ich denke mal, aber selbst da werden die 440 PS eigentlich reichen. Wahrscheinlich, ja. So, von euch lässt mich natürlich keiner mal links überfahren, war ja klar. Ja, jetzt stellt er sich genau so hin, dass ich die Ampel nicht... Ja, super. Dankeschön. Ja, der Kollege hier aber auch. Aber vor mir stehen die zwei Autos, ich verlasse mich einfach auf die. Ich habe auch jetzt gewartet, bis der angefahren ist. So, na gut, der Auftrag dauert doch ein kleines bisschen länger als die Hinfahrt. Echt? Wow. Ja, ich muss wieder zurück da, wo ich hergekommen bin. Hä? Also nach, weil in Dinja, was auch immer das jetzt genau bedeutet. Weil da der Hafen ist. Also ich bin quasi vom Hafen losgefahren nach Danzig und fahre jetzt wieder zurück zum Hafen. Ah ja. Also war jetzt so streckenplanungsmäßig, naja. Sehr kreativ. Ja, darum fahre ich ja immer mit Beifahrerin, damit mir jetzt nicht langweilig wird unterwegs.
Weil es ja angenehm ist, jemanden im Funk mit im Ohr zu haben. Also auf jeden Fall. Außer man hat den Multiplayer-Funk im Ohr. Oh, das ist eine mit der ersten Sachen, die ich dann mache im Multiplayer, den Funk abschalten. Dankeschön. Bitte? Ich weiß zwar nicht, für was. Hauptstraße, ich bin Linksabbieger, mir kommt einer entgegen und der hält an. Und ich habe ihm nicht im Weg gestanden. Und unrealistisches Spiel. Ja, echt. Die LKW-Fahrer nehmen ja schon Rücksicht aufeinander, aber selbst das machen die nicht. Er wird da locker flockig durchziehen. Ja, auf jeden Fall. Allein schon, weil er selber gerade mal Schwung hat. Ja, eben. Und ich muss eh bremsen, also von daher, klar. So, muss ich jetzt... Ah ja, da ist das Hafensymbol. Ich glaube, ich muss da lang. Also bis jetzt muss ich sagen, also Rumänien hier unten die Ecke gefällt mir. Ja, ich bin ja immer noch im polnischen Bereich. Gut, jetzt gleich nicht mehr, weil ich nach Schweden rübergehe, aber... Haben sie nett umgesetzt, doch. Bin ich mal gespannt. Ich könnte ja fast drum wetten, dass es irgendwie nur Aufträge nach Finnland oder nach Italien gibt oder sowas. Also alles in die direkte Nachbarschaft. Ja, genau. Ja, aber wenn nicht, wäre nicht so schlimm, dann kann man ja wann anders weiterfahren. Abstimmung deiner aktuellen Position mit World of Trucks nicht möglich. Letzte bekannte Position wird wiederhergestellt. Ach so, klar. Ah ja. Bist du auch mittlerweile bei World of Trucks gemeldet? Hoch? Was ist Moment. Passiert? Haben sie dich jetzt zurückgesetzt oder was? Ja, coole Sache. Ich kann anscheinend nicht übersetzen, weil World of Trucks damit nicht klarkommt. Oh. Das hatte ich jetzt auch noch nie. Das ist ungewöhnlich. Rückwärtsgang geht auch nicht mehr. Es geht generell kein Gang mehr. Okay. Warte mal, die Pedale reagieren nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Hast du einen Stecker aus Versehen abgezogen? World of Trucks hat meinen LKW kaputt gemacht. Hallo? Saboteure! Moment. Brake Accelerator. Doch. Er zeigt mir. Also, DTS zeigt mir eigentlich an, dass es geht. Hä, was ist das denn jetzt für ein Bullshit? Rück am besten mal F7 und lass dich in der Werkstatt zurücksetzen. Na geil. Toll. Oh, wow. Abstimmung deiner aktuellen Position nicht möglich. Ich werde immer wieder in diese Drecksphäre zurückgesetzt. Alles klar, warte mal. Abbrechen. Ja, nix. Das habe ich aber auch noch nicht gehabt. Aber die Gänge gehen immer noch nicht. Das ist verarschen. World of Truck hat's kaputt gemacht. Ich sag's ja nur ungern, aber das ist echt scheiße. Hm, glaub ich. Kann keine Gänge mehr schalten. Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Stell mal auf Automatik um. Darf man nicht Automatik fahren?
Ja, nur testweise. Ja, Automatik geht. Das ist doch Bullshit. Aber ich kann auch nicht Gas geben. Also Moment. Ich fasse kurz zusammen. Der ETS sagt mir in den Optionen, dass Gas und Bremse und Kupplung funktioniert. Fahren kann ich aber nicht. Ach man, muss das? Eine Sache, die ich jetzt mal probiere, ich stelle jetzt mal auf Tastatur um, Steuerung. Das heißt, wenn du jetzt auch von Automatik wieder zurückstellst, hast du das gleiche Problem wieder, ja? Ja, er scheint auf die Pedale nicht zu reagieren. Also ich kann mit der Automatik auch nicht fahren. Ich kann nur den Gang rein, aber Gasbremse funktioniert anscheinend nicht. Ich kann interessanterweise auch mit der Tastatur nicht mehr steuern. Okay. Gibt er denn Gas? Geht die Drehzahl denn hoch, wenn du Gas gibst? Nee, gar nichts. Es kommt überhaupt nichts an. Okay. Okay, ich glaube, ich muss mal neu starten. World of Trucks hat mir jetzt echt das Spiel zerschossen. Das ist... Gut. Ja, hast du die Möglichkeit, irgendwie anzuhalten oder so? Kann einfach mitten auf der Straße stehen. Oder willst du einfach weitermachen? Nee, ich bleib einfach stehen, dann machen wir hier einen Cut. Und dann gucken wir, wie wir das zusammenschneiden. Ob wir das hier auftrennen. Und sehen wir uns gleich. Jawohl.